Okay, remember to brake early for turn one, as the pack's gonna bunch up. There's plenty of runoff if things get too close. Ein weiterer historischer Sieg geht heute auf ihr Konto. Das hat das Team von Mercedes super gemacht. Stefan Römer, was denkst du? Was hat heute den Unterschied? Mercedes ist wieder in Topform nach einem exzellenten Rennwochenende. Es ist großartig, das Team wieder einmal auf dem Podest zu sehen. Sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aussieht. Ein großartiges Resultat für Lewis Hamilton, der die Konkurrenz noch weiter hinter sich lässt. Also Stefan, wer ist für dich der Fahrer des Tages? Ich muss sagen, Romain Grosjean hat heute mit Sicherheit meine Aufmerksamkeit erregt. Während des Rennens hat er auf beeindruckende Weise zugelegt. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Mercedes baut seine Führung weiter aus. In der Zwischenzeit klettert Renault mit einer weiteren starken Leistung dieses Wochenende in der Rangliste nach oben. Und damit geht ein weiteres Formel-1-Wochenende zu Ende. Ein Lichtblick sind die Rennen, die noch vor uns liegen. Also seien Sie auch bei denen definitiv wieder mit am Start.